Als Vertreter der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit bin ich stolz darauf, dass das Geider-Naumann-Forum zu einem wichtigen Standort des Dialogs geworden ist um die Zukunft Europas, aber eben um liberale Werte. Und damit ging es um die Fragen von Populismus, Nationalismus, um die Fragen der Friedensordnung, der Bedrohung durch Kriegsgefahr zwischen Russland und der Europäischen Union und um die Frage der Transition und Antworten auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen unserer Zeit. Ich hoffe, dass dieses Forum Anstöße gibt, die Zukunftsfragen Europas zu lösen mit liberalen Antworten.